Wow! Genau. Alter! Das bin ich, Felix, wie ich das erste Mal mit einer Schreckschusspistole schieße. So ein Teil kann jeder, der volljährig ist, ganz einfach im Laden kaufen. Um die Waffe mit sich herumzutragen, braucht man einen kleinen Waffenschein und genau den haben im letzten Jahr so viele Menschen wie noch nie zuvor beantragt. Bisher kenne ich Waffen ehrlich gesagt nur aus Filmen und da sind die ja irgendwie völlig normal. Der Gedanke daran, dass aber immer mehr Menschen einfach so mit einer Pistole in der Tasche rumlaufen, fühlt sich für mich ein bisschen komisch an. Woher kommt das, dass sich immer mehr Menschen bewaffnen? Wird es dadurch wirklich sicherer? Und wie sinnvoll ist es überhaupt, eine Schreckschusspistole zur Selbstverteidigung zu benutzen? Das möchte ich herausfinden. Als erstes möchte ich einen kleinen Waffenschein beantragen. Und das ist deutlich leichter, als ich gedacht hätte. Für die Ausstellung ist die jeweilige Polizei in der Stadt zuständig, in der man wohnt. Ich finde auf der Webseite der Polizei Köln ein Formular, das ich einfach nur ausfüllen und ans Polizeipräsidium schicken muss. Dort wird überprüft, ob man geeignet ist, eine Schreckschusswaffe zu tragen und nach einer Gebühr, die von Stadt zu Stadt unterschiedlich ist, in Köln sind es 55 Euro, bekommt man seinen kleinen Waffenschein ausgestellt. Es ist jetzt über einen Monat her, dass ich den Antrag abgeschickt habe und bisher habe ich immer noch nichts gehört. Aber egal, ich kaufe mir jetzt trotzdem schon mal eine Waffe, weil das geht ja auch ohne Waffenschein. Da ich überhaupt keine Ahnung von Waffen habe, lasse ich mich in einem Waffenladen beraten und möchte wissen, welche Schreckschusspistole für mich in Frage kommt. Ja, ich kann Ihnen da mal zwei Beispiele zeigen. Gerne. Das hier wäre jetzt zum Beispiel eine Full-Size-Pistole, Replika der Walther P99, ist die Dienstpistole der Polizei. Sie sehen ja echt täuschend echt aus. Das ist auch Wahnsinn. Sinn und Zweck der Übung. Sie sollen mit diesen Waffen ja letzten Endes bluffen. Es geht ja eigentlich hier gar nicht darum, die tatsächlich einzusetzen. Die Energie, die hier vorne rauskommt, ist sehr groß. Ich muss da einen richtigen Sicherheitsabstand einhalten, weil ich sonst mein Gegenüber schwer verletzen kann. Aber ist das denn dann überhaupt noch erlaubt, jemanden damit zu verletzen? Grundsätzlich ist das alles zunächst mal Körperverletzung oder schwere gefährliche Körperverletzung. Aber es geht ja hier tatsächlich um Notwehr. Das heißt, man muss wirklich aufpassen, wann man die Waffe überhaupt zieht und einsetzt? Da muss man sehr, sehr genau drauf achten, weil wenn man die Waffe zieht und es war nicht angemessen, dann ist man nicht das Opfer, sondern man ist hinterher der Täter. Und Sie haben gesagt, man muss die Waffe verdeckt tragen, sonst kann man auch Probleme bekommen. Wenn jemand sie sieht mit der Waffe, weil sich gerade die Schuhe zubinden oder an der Kasse bezahlen, man sieht diese Kanone und hält die für eine echte und sie lösen dann so einen Polizeieinsatz aus, weil der Notruf absetzt, dann zahlen sie die Strafe und den Polizeieinsatz im besten Fall. Und welches Selbstschutzmittel würden Sie am ehesten empfehlen? Zum Beispiel habe ich eine taktische Taschenlampe, mit der ich ein sehr, sehr, sehr helles Licht machen kann. Ich kann auch den Knopf gedrückt halten und habe dann so einen Stroboskop-Modus, mit dem ich eben einen Angreifer selbst bei Tag extrem blenden kann. Auch sehr beliebt noch so einen persönlichen Schrillalarm. Und wenn ich in eine Notsituation komme, dann kann ich hier diesen kleinen Stift ziehen, ähnlich wie bei einer Granate. Oh Gott! Eigentlich muss ich aber sagen, ist das Tierabwehrgerät oder Pfefferspray oder auch CS-Spray das Mittel der Wahl. Ich bleibe trotzdem bei der Schreckschusspistole und entscheide mich für eine etwas kleinere Waffe. Nach einer kurzen Einweisung in das deutsche Waffengesetz darf ich sie dann allerdings nur in einem verschlossenen Koffer mitnehmen. Führen dürfte ich sie nur mit einem kleinen Waffenschein. Jetzt habe ich tatsächlich eine Waffe gekauft. Fühlt sich ehrlich gesagt ein bisschen komisch an, weil die einfach haargenau wie eine scharfe Waffe aussieht. Jetzt möchte ich meine Waffe natürlich auch mal ausprobieren. Deswegen fahren wir zu Marc Schieferdecker. Er beschäftigt sich auf seinem YouTube-Kanal Let's Shoot mit allem, was mit Schusswaffen zu tun hat. Und er ist der Gründer der German Rifle Association. Also ich habe mir ja heute eine Schreckschusswaffe gekauft, die habe ich jetzt mal mitgebracht. Mhm. Und es wäre cool, wenn du mir mal zeigst, wie ich damit richtig umgehe, weil wenn man so ein Ding besitzt, dann sollte man ja auch wissen, wie man damit umgeht. Ne? Auf jeden Fall, ja. Das halte ich schon für wichtig. Marc gibt mir eine kurze Einweisung und zeigt mir, wie ich meine Waffe lade. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich zugeben. Jetzt kann's losgehen. Okay. So, jetzt steckst du das Magazin rein. Lädst die Waffe durch, das heißt einmal den Schlitten nach hinten ziehen, dann nach vorne schnacken lassen. Bist du bereit? Yes. Also darf ich jetzt? Ja, 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 mach ruhig, klar. Alter. Ja, Finger in den Abzug und langsam durchziehen.
Wow! Genau. Alter! So, und jetzt hat er natürlich eine neue Patrone wieder ins Patronenlager geladen. Jetzt kannst du direkt auch nochmal schießen. Okay. Genau. Boah, wie das dampft. Ja, genau. Ich habe gerade das allererste Mal geschossen und ich muss zugeben, es ist schon ein geiles Gefühl, so eine Waffe in der Hand zu haben. Also ja, man fühlt sich damit irgendwie gut, ist vielleicht so ein kleines Machtgefühl und es macht auch echt Spaß, damit zu schießen. Also ich kann den Reiz, den dieses Sportschießen ausmacht, auf jeden Fall vollkommen nachvollziehen. Aber wir sind hier auch auf einem geschützten Schießstand, wo man halt schießen darf. Und in meinem Alltag kann ich mir das ehrlich gesagt noch nicht so wirklich vorstellen. Was gefällt dir denn so besonders am Schießen? Ich gehe halt zum Schießen, weil es für mich wirklich eine super Möglichkeit ist, abzuschalten vom Alltagsstress. Ich sage selber immer, das ist so ein bisschen Yoga mit Knarren. Hört sich natürlich erstmal im ersten Moment ein bisschen komisch an, aber ist schon so, man atmet sehr bewusst, man kommt runter. Warum hast du die German Rifle Association gegründet? Ja, das kommt so aus meinem persönlichen moralischen Kompass heraus. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Mensch Recht an eigenem Körper hat. Also mein Körper ist mein Privateigentum und nicht irgendwie das Eigentum des Staates oder so. Und daraus leitet sich natürlich auch ab, dass ich mit meinem Körper machen kann, was ich will. Also im Punktu zum Beispiel, was ich dem zuführe. Aber natürlich auch irgendwo ein bisschen dafür verantwortlich bin, wie ich meinen Körper verteidige. Und da ist natürlich der Weg zur Schusswaffe dann nicht mehr weit. Und in welchen Fällen ist der Einsatz von einer Waffe sinnvoll? Also wie kann die zur Sicherheit beitragen? Ja, generell ist das ja so, wenn es wirklich mal brenzlig wird, sei es ein Raubüberfall oder was auch immer, dann ruft man immer Leute an, die Waffen haben. Diesen Schritt, den muss man gehen in unserer Gesellschaft zurzeit. Diese Leute, die dann kommen mit Waffen, also die Polizei, die haben aber auch einen Anfahrtsweg. Und das dauert 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten. Auf dem Land hier, wo wir jetzt so sind, vielleicht auch mal eine halbe Stunde oder 45 Minuten, wenn man Pech hat und gerade kein Wagen frei ist. Und in dieser Zeit muss man sich natürlich auch irgendwo selber helfen können. Andere Länder machen es vor, Österreich zum Beispiel, da kann man ab 18 einfach so ein Gewehr kaufen, ist kein Problem. Und da bringen sich die Leute auch nicht um. Marks Ansichten kann ich nicht ganz teilen. Meine Ausgangsfrage war, brauche ich eine Waffe zur Selbstverteidigung? Und für mich kommt auf jeden Fall keine Waffe in Frage, auch keine Schreckschusspistole. Die Gefahr, sie falsch einzusetzen und dadurch selber zum Täter zu werden, ist mir persönlich zu groß. Wenn man sich wirklich unsicher fühlt, reicht ein Pfefferspray vollkommen aus. Wie gefährlich ist so eine Schreckschusspistole eigentlich, wenn man damit direkt auf einen Menschen schießt? Das zeige ich euch gemeinsam mit einem Waffentechniker der Polizei im zweiten Teil auf WDR 360.